Ich begrüße euch zu einem neuen Video aus der Reihe Nullstellen ganz rationale Funktionen und wir werden heute schauen, wie wir Nullstellen mithilfe der sogenannten Substitution berechnen können. Zur Erinnerung nochmal die Lösungsverfahren, die wir schon kennengelernt haben. Einmal das Ausklammern haben wir angewendet, wenn wir in jedem Summanden mindestens ein x in erster Potenz enthalten hatten. Dann konnten wir dieses x ausklammern und uns dadurch das Leben leichter machen. Bei der Polynomdivision war das Problem, dass wir ein absolutes Glied vorhanden hatten. So konnten wir nicht einfach das x ausklammern, sondern mussten dann in Anführungsstrichen umständlich mithilfe eines Linearfaktores ausklammern, um uns dann das Leben leichter zu machen. Und jetzt werde ich euch die Substitution erklären. Da schon mal vorweg wird es so sein, dass wir Funktionen haben, die diese Gestalt haben. Und aus diesen machen wir im ersten Schritt diese Polynome. Wieso, weshalb, warum, kläre ich jetzt mit euch. Also, als Aufgabenstellung sei gegeben, gesucht sind die Nullstellen der Funktion g von x gleich x hoch 4 minus x Quadrat minus 12. Was euch vielleicht aufgefallen ist, ist, dass wir hier hoch 4 und hoch 2 haben. Das sind ja Vielfache voneinander. Und so gucken wir uns erstmal einen kleinen Merksatz an, der da heißt, sind bei einer ganz rationalen Funktion die Exponenten der Polynome Vielfache voneinander? So können die Nullstellen mithilfe einer Substitution bestimmt werden. Also 2 und 4 sind Vielfache voneinander. Das funktioniert. Hätten wir jetzt hier 4 und 3, na, dann geht das nicht. Aber bei 4 und 2 kein Problem. Dann können wir diese sogenannte Substitution jetzt anwenden. Zur Erklärung, Substitution als Fachbegriff heißt nichts anderes als Ersetzung. Wir substituieren bedeutet, wir ersetzen etwas. Gibt es auch in vielen anderen Disziplinen, in der Biologie, in der Chemie, in der Medizin, Pharmazie, überall dort kann der Begriff Substitution, also Ersetzung, angewendet werden. Der Ansatz zum Nullstellenberechnen ist wie immer derselbe. Wir setzen die Funktion 0. Das heißt, 0 ist gleich Polynom auf der rechten Seite x hoch 4 minus x Quadrat minus 12. Und dann wenden wir, wie auch immer, diese Substitution an. Und das bedeutet, wir ersetzen jetzt das x Quadrat durch einen neuen Buchstaben, eine neue Variable. In dem Fall habe ich mir z ausgewählt. Das könnte aber hier auch jede andere Variable eurer Wahl sein. Wenn ich x² durch z ersetze, dann steht hier nicht mehr minus x², sondern minus z. Und was wird aus x hoch 4? Naja, aus x hoch 4 wird z². Denn wenn z x² ist, dann ist z² x² zum Quadrat. Und x² zum Quadrat ist dann x hoch 4, deswegen sieht das so aus. So, was habe ich jetzt dadurch gewonnen? Welchen Vorteil habe ich? Na nun muss ich vorerst bloß noch eine quadratische Gleichung lösen. Na, aus x hoch 4 haben wir z² gemacht. Quadratische Gleichung, naja, was kommt euch da in den Sinn? Da kann ich natürlich die PQ-Formel anwenden. Ich muss natürlich vorher schauen, dass ich hier eine Normalform vorliegen habe. Das heißt, dass vor dem z² nur die 1 steht. Das ist genau hier der Fall, ansonsten wäre das nicht der Fall, müsste ich dann die Zahl hier vorne noch eliminieren. Müssen wir hier nicht machen. Wir schreiben uns nochmal raus, dass p minus 1 ist und q minus 12. Wenden die PQ-Formel an, das sieht dann wie folgt aus, minus p halbe plus minus Wurzel aus, minus p halbe zum Quadrat, minus q. Hier wie immer aufpassen, minus minus 12 ergibt plus 12. Und dann haben wir hier die Lösungen z1 gleich minus 3. Und z2 gleich 4. Jetzt allerdings aufpassen, das sind ja noch nicht meine Nullstellen. Wie kann man sich das merken? Naja, meine Funktion hatte x. Nullstellen haben auch immer irgendwie irgendwas mit x zu tun. Jetzt habe ich etwas mit z rausbekommen. Das heißt, ich bin hier noch nicht fertig. Wir müssen nämlich noch rücksubstituieren. Das bedeutet ganz einfach, wir überlegen uns nochmal. Wir haben ja geschrieben, dass z gleich x² ist oder x² gleich z. Naja, und wenn jetzt hier steht, z ist gleich minus 3 und ich ersetze jetzt wieder zurück, dann mache ich aus z ist gleich minus 3, x² ist gleich minus 3. Jetzt kann ich diese neue Gleichung nach x auflösen, beziehungsweise es versuchen, denn wir sehen, wenn wir jetzt hier die Wurzel ziehen wollen, um an x ranzukommen, müssen wir die Wurzel aus minus 3 ziehen. Das geht natürlich nicht. Wir können keine gerade Wurzel, ne, wo der Radikant gerade ist, wir haben hier eine Quadratwurzel, aus einer negativen Zahl ziehen.
Das heißt, hiermit kommen wir nicht weiter. Aber wir haben hier noch ein zweites z, nämlich z2 gleich 4. Und wenn wir da das gleiche Spiel von vorne machen, x² statt z schreiben, dann lösen wir jetzt x² gleich 4. Relativ simpel, einfach die Wurzel ziehen und dann aber allerdings wieder aufpassen. Wir haben zwei Lösungen, nämlich x1 ist 2, denn 2 zum Quadrat ist 4. Und x2 ist minus 2, denn minus 2 zum Quadrat ist auch 4. So, das war's schon. Wir haben jetzt also zwei Lösungen herausgefunden. Das sind die Nullstellen dieser Funktionsgleichung. X1 ist gleich 2, x2 ist minus 2. Zu guter Letzt können wir das Ganze noch als Lösungsmenge darstellen, falls es gegeben ist, oder damit irgendwelche anderen weiteren Rechnungen vollführen.